Und jetzt darf ich einen Mann vorstellen, der vermutlich am meisten für das Gewaltverbot von der UNO gemacht hat. In seinen Büchern und in seinen Vorträgen, der Daniele Ganser. Er setzt sich nicht nur für das Gewaltverbot ein, er muss dafür auch ziemlich viel verbale Gewalt einstecken. Und darum ist es ganz wichtig, dass wir so Leute wie dem Daniele Ganser den Rücken stärken. Ja, dann möchte ich auch alle ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Daniele Ganser. Schön. Ich war schon mal in Bern, als auch so viele Peace-Flaggen auf einem Platz waren. Das war 2003. Dort drüben auf dem Bundesplatz mit meiner Frau. Wir haben gegen den Irakkrieg protestiert. Und es ist verrückt, dass dieser Krieg immer noch andauert. Ja, das ist wirklich verrückt. Es war gleich dort hinten und darum bin ich gerne heute wieder gekommen. Ich kann ja nichts Neues erzählen. Aber ich möchte einfach ganz klar zum Ausdruck bringen, dass ich diesen Verein gut finde. Ich finde, Friedenskraft ist ein guter Name zuerst mal, ein gutes Projekt, etwas, wo man wirklich sich dahinter stellen kann. Ich werde selber Mitglied in diesem Verein, da bezahlt man 20 Franken, da ist man Mitglied. Und ich bin auch ganz klar der Meinung, die eben auch mein Vorredner vertreten hat, dass die Schweiz keine Waffen exportieren sollte. Darüber hinaus bin ich der Meinung, dass der beste Schutz für die Schweiz das internationale Völkerrecht ist. Und man muss sich klar sein, dass das Völkerrecht unter den Staaten die Kriege verbietet. Was bedeutet das? Hier haben Sie die 193 Länder der Welt. Das sind alles UNO-Mitgliedstaaten. Die Schweiz selber ist ein UNO-Mitgliedstaat. Man hat einfach 1945 gesagt, wir wollen unter diesen 193 Ländern keine Kriege mehr. Das war ein Fortschritt im Bewusstsein, ja, der Menschheitsfamilie. Aber leider haben wir heute Drohnen, ja, die über Ramstein in Deutschland gesteuert werden und dann in Afghanistan oder Pakistan Menschen töten. Das geht nicht. Also ich bin der Meinung, Ramstein müsste geschlossen werden. Das UNO-Gewaltverbot ist nicht etwas, das ich irgendwie erfunden hätte. Oder dass es nur in der Schweiz einige Anhänger gibt, sondern das ist ein Leitstern fürs 21. Jahrhundert. Ich bin fest davon überzeugt, dass wenn wir das Gewaltverbot achten, können wir aus der Gewaltspirale aussteigen. Und wenn wir das Gewaltverbot ignorieren, werden wir tiefer in die Gewaltspirale hineinsinken. Also es ist eigentlich unsere Wahl. In der UNO-Charta steht, alle Mitglieder unterlassen ihren internationalen Beziehungen jede Anwendung von Gewalt. Und dieses Gewaltverbot gibt es schon seit 1945. Das ist also eigentlich schon bekannt und schon lange da, aber es wird viel zu wenig in den Schulen unterrichtet. Es kommt auch nicht am Schweizer Fernsehen. Es ist nicht in den Zeitungen erwähnt. Und wenn wir darüber sprechen, können wir vielleicht das Bewusstsein schärfen, dass das Gewaltverbot wichtig ist. Das heißt, eine Kernforderung in meiner Forschung ist eben, dass wir das UNO-Gewaltverbot stärken. Regnet es? Nein? Ganz wenig. Ich kann ein bisschen schneller sprechen. In der UNO haben wir aber 5 Länder, das ist Frankreich, Großbritannien, die USA, Russland und China. Diese 5 Länder können andere Länder überfallen und werden dafür nicht bestraft. Und das ist tragisch. Ja, also wenn Sie sehen, die Franzosen und die Briten, um nur 2 Länder herauszunehmen, haben zum Beispiel 1956 Ägypten bombardiert. Das ist schon lange her, das war die Suez-Krise. Wurden sie verurteilt? Nein. Warum nicht? Weil sie im Sicherheitsrat sitzen. Und der Sicherheitsrat ist dafür zuständig, das Gewaltverbot zu implementieren, also durchzusetzen. Das heißt, diese 5 Länder, Sie werden es sehen, sind immer wieder in Gewalt verstrickt.
Und man muss das kritisieren dürfen, aber wenn man das zu laut kritisiert, wird man sofort von den Medien angegriffen. Also das ist ein bisschen ein Problem. Vor allem, wenn man die Kriege der USA kritisiert, dann wird man sehr hart angegangen. Das kann ich aus Erfahrung sagen. Aber ich bin der Meinung, man muss trotzdem die Kriege der USA öffentlich kritisieren. Das ist falsch. Sie haben es vermutlich gehört. Der amerikanische Präsident Trump hat für das nächste Jahr ein Budget für das Pentagon von über 700 Milliarden Dollar bewilligt. Jetzt muss man sich das mal vorstellen, 700 Milliarden Dollar, wie viele Friedensflaggen wir da kaufen könnten. Also es ist unglaublich, wie viele sinnvolle Therapien man einführen könnte, wo die Menschen ihre Gegensätze abbauen und sich näher kommen, anstatt dass die Gegensätze aufgebaut werden, Feindschaften geschürt werden. Also da sehen wir einfach eine Fehlentwicklung, die eigentlich uns dazu führen wird, dass das Gewaltverbot in den nächsten Jahren unbedingt verteidigt werden muss. Weil das Pentagon hat natürlich kein Interesse an diesem Gewaltverbot. Hier nochmal die Zahl, 716 Milliarden Dollar pro Jahr. Das sind also 700 plus, dann kommen noch 9-0. Okay? Bei einer Million sind es 6-0, bei einer Milliarde sind es 9-0. Diese Zahlen sehen Sie nicht auf Ihrem Kontoauszug, in der Regel. Ja. Wenn wir dann heißt es, ja gut, aber die Russen und die Chinesen, die geben ja auch so viel aus für Rüstung. Wenn man das in den Kontext setzt, dann sieht man, die Amerikaner geben mit Abstand am meisten aus fürs Militär. Hier noch die alte Grafik mit 600 Milliarden. Wir müssen das jedes Jahr verändern. Ja, das ist jetzt natürlich dann bald bei 700 Milliarden. Aber Sie sehen, die Chinesen sind bei etwa 200 Milliarden und die Russen unter 100 Milliarden. Deutschland zum Beispiel etwa bei 40 Milliarden. Einfach, dass Sie die Verhältnisse sehen. Und darum habe ich es in meiner Friedensforschung zu einem Kernthema gemacht, dass ich mich mit dem amerikanischen Imperialismus auseinandersetze. Das ist einerseits unglaublich spannend, andererseits bekommen Sie dann immer wieder schwierige Diskussionen mit Journalisten in der Schweiz und anderswo. Aber ist eigentlich egal, weil der US-Imperialismus ist meiner Meinung nach eine Tatsache. Und das ist nicht erst jetzt ein Problem unter Präsident Trump, sondern auch Obama hat ganz eindeutig den Friedensnobelpreis nicht verdient, weil er Kriegsverbrechen begangen hat. Obama hat in Syrien die CIA geschickt und die hat einen verdeckten Krieg gegen Assad geführt und das ist nicht erlaubt. Seine Aussage, die ein bisschen das illustriert, ist, andere Länder sollten nach den Regeln spielen, die Amerika und ihre Partner festlegen und nicht umgekehrt. Das ist eine sehr arrogante Haltung, denn eigentlich sollten die USA, Russland, China, Frankreich und Großbritannien nach den Regeln des Völkerrechts spielen. Okay, also die Völkerrechtsregeln gelten für alle. Das UNO-Gewaltverbot ist für uns und für unsere Kinder und auch für unsere Enkel etwas sehr, sehr Wichtiges, weil wir natürlich 16.000 Atombomben auf der Welt haben und weil wir das Gewaltverbot ernst nehmen sollten. Es wird immer wieder missachtet. Jetzt habe ich zwei, drei Beispiele. 1953 wurde im Iran die Regierung gestürzt. Das war eine Operation vom amerikanischen Geheimdienst CIA und vom britischen Geheimdienst MI6. Die Frage ist, darf man das? Und die Antwort ist ganz klar, nein, man darf es nicht. Man darf nicht in ein anderes Land gehen und die Regierung stürzen. Diese Regierung ist übrigens demokratisch an die Macht gekommen. Und warum hat man sie gestürzt? Um dort das Erdöl zu kontrollieren. Das heißt, es werden Rohstoffkriege geführt. Über das liest man in den Medien selten. Das heißt dann immer, man bekämpft den Terrorismus. Aber das ist einfach ein Märchen, oder? Wenn Sie genau hinschauen, werden Sie sehen, die Terroristen sind oft dort, wo die Rohstoffe sind. Die Iraner selber haben es gemerkt, haben geschrieben, Yankees go home. Das war noch die Zeit vor Facebook. Wenn man etwas posten wollte, musste man es an die Wand schreiben. Und die Amerikaner haben sich entschuldigt, aber erst im Jahre 2000, das heißt 50 Jahre später, hat die amerikanische Außenministerin gesagt, es ist einfach zu verstehen, dass viele Iraner diese amerikanische Intervention in ihre inneren Angelegenheiten missbilligen. Aber Sie müssen sie verstehen, hier wurde das Gewaltverbot gebrochen. Und hier in der Schweiz, auch in Deutschland und in Österreich, ist uns das oft wenig bekannt, dass diese Länder überfallen wurden, erstens, und dass es ein Verstoß gegen das UNO-Gewaltverbot ist, und dass eigentlich die Briten und die Amerikaner für das gerade stehen müssen. Machen sie aber nicht.
Gehen wir vom Iran nach Kuba. In Kuba war Fidel Castro an der Macht, ist jetzt verstorben seit einigen Jahren. Er kam 1959 an die Macht und dann hat die CIA gesagt, wir wollen auch die Regierung in Kuba stürzen. Und hier bringe ich dieses Beispiel, um einfach zu sagen, die Geheimdienste können nicht alle Regierungen stürzen. Manchmal klappt es nicht. Okay? Bei Fidel Castro ist ein Beispiel, wo es nicht geklappt hat. Die CIA hat eine Invasion gemacht 1961 und dann sind die Kubaner an die UNO gelangt und haben gesagt, dass sie gerade bombardiert werden. Hier ein Bild vom kubanischen Außenminister Raul Roa. Und was ich da erklären möchte, ist, das Gewaltverbot gab es schon in den 60er Jahren. Wir sind jetzt hier in der Schweiz, in Bern 2018 und erinnern uns an das Gewaltverbot. Aber es ist nicht etwas Neues, okay? Das gab es schon vor dem Frauenstimmrecht in der Schweiz, also wenn man sich das vor Augen führt. Das Frauenstimmrecht kam 71, das Gewaltverbot 45. Aber beide zeigen, dass Fortschritt möglich ist. Jetzt, die Amerikaner, und das ist jetzt wichtig zu verstehen, lügen dann im Sicherheitsrat. Okay? Auf Kuba fallen Bomben. Die Kubaner sagen, das geht doch nicht, es gibt doch das Gewaltverbot. Und dann sagt der amerikanische Botschafter in der UNO, der sagt, kubanische Piloten haben ihr eigenes Land bombardiert und dann sind sie desertiert aus Kuba. Also ein völliger Blödsinn wird erzählt, um die Leute zu verwirren. Was haben die Amerikaner gemacht? Sie haben einen B-26-Bomber genommen, der wird in den USA produziert, und haben ihn einfach umgemalt mit den kubanischen Kennzeichen. Also die haben FAR darauf geschrieben, Fuerzas Armadas Revolucionarias, und haben dann gesagt, ja, jetzt haben wir das Flugzeug umgemalt. Natürlich, die CIA hat das im Geheimen gemacht und die Kubaner haben es abgeschossen und dann sehen sie noch diese kubanischen Zeichen drauf. Also das ist wie wenn die Deutschen ein Flugzeug nehmen würden, es falsch anmalen und dann Polen bombardieren. Also diese Zusammenhänge muss die Friedensbewegung kennen. Alle Kriege basieren auf Lügen. Der Vietnamkrieg mit 3 Millionen Toten basiert auf der Lüge, dass die Amerikaner zuerst angegriffen worden seien. Das ist die Gulf of Tonkin Geschichte 1964. Das ist gelogen und das muss man auch öffentlich sagen können. Und darum freut es mich, das hier öffentlich zu sagen. Diese Kriegslügen, die wollen wir nicht mehr. Die wollen wir einfach nicht mehr. Und es wurde dann gesagt, ja Herr Ganser, Sie setzen sich so kritisch mit dem amerikanischen Imperialismus auseinander, warum kritisieren Sie nicht auch die Russen? Die Antwort ist die Russen haben weniger Kriege geführt als die Amerikaner. Das ist etwas, was schwierig zu verstehen ist hier in der Schweiz, weil viele von uns sind mit diesem Feindbild aufgewachsen, der böse Russe, der Kommunist, die essen ihre Kinder oder was auch immer. Das heißt einfach, die Diffamierung der Russen ist in Deutschland, der Schweiz und in Österreich im Kalten Krieg klassisch gewesen. Aber wenn wir es genau anschauen, sehen wir, dass die Russen vor allem dafür kritisiert werden müssen, dass sie in Afghanistan einmarschiert sind. Das sind sie 1979, das ist illegal und das muss kritisiert werden. Also das kritisiere ich auch in meinem Buch, da schreibe ich, der Einmarsch der Russen in Afghanistan war ein illegaler Angriffskrieg ohne UNO-Mandat. Das heißt, es ist falsch zu sagen, dass ich nur die Amerikaner kritisiere. Ich kritisiere auch Deutschland, wenn Deutschland 1999 Serbien bombardiert. Im Übrigen waren es die Linken und die Grünen, das ist ja dieser große Schock. Ja? Viele Leute haben gedacht, wenn ich die grüne Partei wähle oder die Sozialdemokraten, wird es nie mehr Krieg geben. Das können Sie vergessen. Die Sache mit links und rechts ist nicht so, dass Sie sicher sein können, wenn Sie diese oder jene Partei wählen, dass sie nicht in den Krieg führt, sondern Sie müssen sich am UNO-Gewaltverbot orientieren, dann haben Sie soliden Boden. Das heißt, ich kritisiere auch den Angriffskrieg von Deutschland gegen Serbien 1999, der war natürlich illegal. Und den... Ich habe auch in anderen Vorträgen gesagt, es ist falsch, dass Frankreich 1985 das Greenpeace-Schiff Rainbow Warrior in die Luft gesprengt hat, oder? Das muss man sich auch mal klar sein. Die Franzosen wollten Atomtests machen im Pazifik. Dann ist Greenpeace hingefahren mit einem Schiff, das hieß eben Rainbow Warrior, aber die Fahnen und die Regenbogenfarben passen sehr gut dazu. Und die wollten verhindern, dass die Franzosen ihre Atomtests machen. Ein Präsident in Frankreich, Sozialist, Mitterrand, war sehr verärgert und hat gesagt, ja, Greenpeace fährt dorthin, gerade wo wir unseren Atomtest machen, das ist jetzt blöd. Und da haben sie sich überlegt, was machen wir? Und dann haben sie gesagt, ja, wir sprengen einfach das Schiff in die Luft. Darf man das? Nein, man darf es nicht.
Das ist Terrorismus. Ja? Und das ist Staatsterrorismus und das müssen wir öffentlich kritisieren. Ja? Der französische Geheimdienst, der heißt DGSE, Direction Générale Sécurité Extérieure, hat dann gesagt, nein, das ist nicht Terrorismus. Und dann haben sie gefragt, ja, was ist es denn? Das ist eine Sabotageoperation. Also Sie sehen, die Begriffe ändern. Jetzt zum Irakkrieg 2003 kam der Angriff von Präsident Bush und Premierminister Blair auf den Irak. Das war illegal. Bush und Blair sind Kriegsverbrecher. Das ist eine Tatsache. Und wenn wir das UNO-Mandat nehmen, das UNO-Gewaltverbot, dann erkennen wir, das ist illegal, diese Kriege zu führen. Wir können uns am Gewaltverbot sehr gut orientieren, aber auch hier gab es natürlich wieder Lügen. Der amerikanische Außenminister Powell hat gesagt, es gab atomare, biologische und chemische Waffen im Irak. Heute wissen wir, das war eine Lüge. Das heißt, wir haben Lügen im Irakkrieg, wir haben Lügen im Vietnamkrieg, wir haben Lügen im Angriff auf Kuba. Bei Kuba nennt sich das False Flag, falsche Flagge. Das heißt, das ist ein Problem. Wir haben nicht nur ein Problem mit Gewalt, sondern wir haben auch ein Problem mit Lüge. Darum brauchen wir Medien, die für den Frieden sich einstellen und nicht immer Kriegslügen verbreiten, weil diese Kriegslügen führen dazu, dass man Kriege führt, die man nicht versteht und Menschen tötet, die man gar nicht kennt. Und das ist eine große Verwirrung. Im Übrigen ist es so, dass im Irakkrieg dann aus dieser Konfusion heraus mehr als 1 Million Menschen getötet wurden. Also ich kann mich jetzt einfach erinnern, vor 15 Jahren stand ich dort hinten, es sind ja nur 800 Meter Distanz, wir haben gegen den Irakkrieg demonstriert. Wir haben uns damals schon mit den Friedensflaggen hingestellt, wir haben damals schon gesagt, wir wollen das nicht. Okay, wir konnten uns irgendwie nicht durchsetzen, das muss man nüchtern sagen. Der amerikanische Präsident Bush hat das nicht interessiert. Auch in London oder in Washington oder in Rom, da gab es riesengroße Demonstrationen. Und die Leute sagen dann manchmal, ja, was bringt es denn, sich zu versammeln, wenn man trotzdem verliert? Ja, ich sage mir persönlich immer, ja, ich will einfach, bevor ich persönlich sterbe, für den Frieden aufstehen. Ob ich gewinne oder nicht, ist jetzt nicht der entscheidende Punkt. Und darum finde ich es schön, dass Sie hergekommen sind, weil man kann ja dann am Schluss vom Leben sagen, ja, hat unsere Gruppe sich für den Frieden eingesetzt? Kann man sagen, ja, was haben wir erreicht? Ja, ich bin da Mitglied im Verein geworden und habe auch die Fahne. Ich habe zum Beispiel bei mir zu Hause auch diese Friedensflagge aufgehängt über dem Eingang, dass das jeder sehen kann. Ob wir gewinnen, ob die Friedensbewegung gewinnt oder nicht, ist völlig offen. Das ist völlig offen, aber ist nicht die entscheidende Frage. Weil sonst können Sie auch sagen, ja, wenn die Kriegstreiber gewinnen, schließe ich mich denen an, ich will einfach bei der Mehrheit sein. Das ist keine vernünftige Position, sondern eine gute, ja. Man soll seinem Herzen folgen, man soll mutig sein, man soll versuchen, der Wahrheit zu folgen, so gut es geht, so gut es geht. Natürlich, der amerikanische Präsident Trump hat auch gegen die UNO-Charta verstoßen. Wie war das? Er hat im April 2017 Raketen auf Syrien abgefeuert. Da kann man sich wieder fragen, darf er das? Nein! Warum nicht? Wegen dem UNO-Gewaltverbot. Weil wenn Syrien am 7. April 2017, also vor etwas mehr als einem Jahr, Raketen auf die USA abgeschossen hätte, was wäre denn passiert? Man hätte sofort gesagt, das ist illegal, das verstößt gegen das Gewaltverbot. Also man hätte sofort über das Gewaltverbot gesprochen. Aber das Problem ist, man sagt immer, ja, das sind alles muslimische Länder, spielt ja keine Rolle. Aber sehen Sie, Afghanistan wird bombardiert, Pakistan wird bombardiert, Irak wird bombardiert, Libyen wird bombardiert, Syrien wird bombardiert. Man hat also einen extremen Rassismus, dass eigentlich die muslimischen Länder immer wieder bombardiert werden mit dem Vorwand Terrorbekämpfung. Dass man gleichzeitig in Syrien alle Gegner von Assad bewaffnet, das sind oft Terroristen, die nennt man dann Freiheitskämpfer, das wird total ausgeblendet. Und das Interessante ist, dass Trump dann die Länder durcheinander gebracht hat. Er hat gesagt, wir haben 59 Raketen auf den Irak abgeschossen. Und dann sagt die Journalistin, auf Syrien meinen Sie? Und sagt, ah ja, auf Syrien. Das heißt,
Es ist ein derart großer Zustand der Verwirrung, dass manchmal überhaupt nicht mehr klar ist, welche Länder man gerade bombardiert. Und dass die Friedensbewegung schon aufgefordert hinzustehen und sagen, erstens möchten wir klare Informationen, was gerade bombardiert wird, und zweitens möchten wir sehr gerne, dass die Verantwortungsträger sich gegenüber dem UNO-Gewaltverbot messen lassen. Und wenn sie das brechen, dann sind sie Kriegsverbrecher. So einfach ist das. Am 14. April hat Frankreich, Großbritannien und die USA erneut Syrien bombardiert. 2018 war das, also Trump, Theresa May und Macron. Jetzt kann man nicht sagen, das ist weit weg, weil Frankreich ist unser Nachbarland. Und da ist wieder die Frage, hatten die ein Mandat der UNO? Nein, darum war es illegal. Die Leute sagen dann, ja, aber die Russen bombardieren ja auch in Syrien. Dann sage ich, ja, aber das ist ein Unterschied, weil die haben die Einladung von Assad und Assad versucht sich zu wehren gegen einen Putsch der CIA. Und der wäre schon lang gestürzt, wenn Putin ihm nicht helfen würde. Das heißt, diese Entwicklung ist sehr, sehr brisant in Syrien, weil da stehen sich Atommächte gegenüber. Ich komme zum Schluss. Meine Vision ist, wir sollten unbedingt das UNO-Gewaltverbot respektieren. Darum bin ich hierher gekommen, nach Bern. Darum habe ich an dieser Friedenskundgebung teilgenommen. Darum bin ich auch der Meinung, dass der Vorstand hier eine sehr, sehr gute Arbeit macht, indem er diesen Verein gegründet hat, Friedenskraft. Ich kann nur eigentlich, ja, ein Applaus für... Ich kann nur hoffen und mir wünschen, dass der Verein wächst, ja, dass er Mitglieder bekommt und vielleicht irgendwann kommen ja dann die Weihnachtsgeschenke, verschenken Sie doch einfach Mitgliedschaften im Verein. Es ist einfach sinnvoller, wenn man sich für den Frieden einsetzt, als wenn man sich in diesem Wahnsinn von Shopping verliert. Ich möchte auch sagen, dass es ganz wichtig ist, dass wir uns als Menschheitsfamilie nicht spalten lassen. Das heißt, keine Spaltung nach Religion, nach Nation oder nach Hautfarbe. Weil, ja, das passiert. Danke. Das passiert sehr oft und das passiert sehr, sehr schnell. Und wenn wir achtsam sind, dann beobachten wir unsere eigenen Gedanken und Gefühle. Und das ist etwas, was ich Ihnen vielleicht mitgeben möchte, was ich auch schon sehr lange mache. Ich mache so ein Achtsamkeitstraining, wo ich immer aufpasse, okay, wann werde ich irgendjemand ab oder wann werde ich wütend oder wann werde ich traurig? Und dann nehme ich eine Distanz zu meinen Gedanken und zu meinen Gefühlen. Das ist ein wirklich praktischer Trick, weil das wichtig ist, dann zu realisieren, man ist gar nicht die eigenen Gedanken, man ist auch nicht die Gefühle, die man hat, sondern man ist das Bewusstsein, in dem Gedanken und Gefühle aufsteigen. Und aus dieser Distanz kann man das viel lockerer nehmen. Man bleibt dann entspannt, weil wenn Sie in der Friedensbewegung sind, dann werden Sie angegriffen, dann werden Sie diffamiert, dann haben Sie verschiedene Probleme mit Journalisten oder ich weiß nicht. Also es ist dann notwendig, dass Sie eine gewisse Entspanntheit trainieren, weil wenn Sie die nicht trainiert haben und Sie kommen in Diskussion und sagen, das UNO-Gewaltverbot ist wichtig und der Bush hat den Irak bombardiert und das ist falsch und jemand widerspricht Ihnen, ja, und dann sind Sie plötzlich so enerviert, dass Sie selber gewalttätig werden, verstehen Sie, das ist die Gefahr, ja, und dann muss man sich entspannen, immer friedlich bleiben, immer locker bleiben, immer freundlich bleiben, das wäre mein Tipp. Vielen Dank. Schönen Abend. Vielen Dank. Ich weiß nicht, ob du Hanfkonsument bist, aber jetzt wirst du es. Wir haben hier Hanföl, das ist jetzt sehr ein wertvolles Öl. Und ein Schocki aus Bier. Danke mal. Danke mal. Vorhin hat jemand Flyer verteilt, er sagte, er hat 500 Flyer verteilt an diesem Platz. Wir sind also mindestens 500 Leute. Ich würde sagen, wir sind vielleicht 600 bis 700 sogar. Wir finden, das ist ein wunderbarer Erfolg.